beim zweiten Rennen des ADAC GT Masters in Most war das Duo aus Marvin Kirchhöfer und Markus Pommer nicht zu schlagen. Zwar mussten sie direkt nach dem Rennen noch kurz um den Sieg zittern, da sie wegen eines Vergehens gegen die Sicherheitsvorkehrungen von der Kommission untersucht wurden. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Deshalb feierte Boateng nicht mit Fußball, Bundesliga. Pizarro kündigt Karriereende an. Fußball, La Liga. Bale, Abschied durch die Hintertür. Eishockey WM live auf Sport 1. Verpasster Coup beflügelt DEB-Team. Fußball, 2. Bundesliga. Union. Ergebnis verwirrt Paderborn, aber am Ende wurde kein Vergehen festgestellt und das Fahrerpärchen von Cool Away Competition konnte seinen zweiten Saisonsieg bejubeln. Rolf Innerchen und Frank Perera, Orange 1 bei GRT Grasser, konnte sich in einem harten Duell mit Sven Barth und David Jan RWT Racing den zweiten Rang sichern. Service des ADAC GT Masters im Sport 1 Datencenter, lange Safety Car und eine Unterbrechung geprägt war das Rennen von zahlreichen Positionskämpfen und einer langen Safety Car Phase. Bereits nach 18 Minuten kam es zu einer Kollision zwischen Jan und Thomas Preining, in dessen Folge der Fahrer von Pricot Herbert Motorsport das Rennen beenden musste. Um seinen Porsche zu entfernen, musste das Rennen mehrere Minuten unterbrochen werden. Preining war im Anschluss auch nicht gut auf seinen Kontrahenten zu sprechen. Mir geht es gut. Die Streckenposten haben zum Glück auch nichts Schlimmes abbekommen. Wegen der Kollision, ich habe noch keine TV-Bilder gesehen, aber der Gentleman ist mir vorher schon einige Male ins Auto gefahren. Im zweiten Saisonrennen, wenn es nur um Punkte geht, ist so ein Risiko nicht nötig. Ich bin relativ sprachlos, so Preining direkt nach dem Aus. Jan entschuldigte sich nach dem Rennen für den Vorfall, sah die Schuld aber nicht eindeutig bei sich. Aus meiner Sicht hat Thomas die Tür etwas zugemacht. Dabei bin ich auf die Curb gekommen und dann sind wir beide raus. Ich hoffe, dass da keine Strafe mehr kommt und wir den Platz behalten können. Es tut mir leid für die Jungs. Ich bin für faires Racing. Ein großes Sorry, aber leider ist es so passiert, der ZN gratis testen und Sport-Highlights live. Der jüngere Bruder des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel, 31, wurde im Sonntagsrennen in Most, Tschechien gemeinsam mit seinem Teamkollegen Philip Ellis, Großbritannien im Mercedes-AMG GT3 siebter. Highlights aus Most auf Sport 1. Die Highlights des ADAC GT Masters in Most gibt es am exklusiv Sonntagabend ab 23.30 Uhr auf Sport 1 im Free TV und Livestream. Let's block it. Why?